Heute möchte ich gerne ein paar Rezepte ausprobieren, die ihr mir geschickt habt zu Hafermilch, also wie man Hafermilch selber machen kann. Das Ganze habe ich mir überlegt, weil ich bisher eigentlich immer großer Fan von Oatly-Milch war und die jetzt in letzter Zeit ein bisschen in die Kritik gekommen sind durch fragwürdige Investoren, die sie gewählt haben. Und da dachte ich mir, ich schaue mich mal nach Alternativen um. Und eine Möglichkeit ist eben, Hafermilch einfach selber zu machen. Der Vorteil davon ist, dass man das super regional machen kann. Ich könnte also losgehen und Haferflocken aus der Region kaufen, dann braucht man meistens einfach nur noch Wasser und je nach Rezept noch so ein paar andere Späße, aber das ist im Prinzip so das Grundrezept. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich sehr, sehr picky bin, was meine Hafermilch angeht. Ich trinke jetzt seit 3 Jahren keine Kuhmilch mehr, beziehungsweise ich habe Milch eigentlich sowieso nie pur getrunken, aber ich bin großer Fan von englischem Schwarztee und den trinke ich mit Milch. Entsprechend habe ich mich durch sehr, sehr viel durchgetestet und die muss cremig sein, die darf aber nicht schleimig sein. Da dürfen natürlich keine Stücke drin sein. Wenn sie flockt, finde ich es auch nicht so super. Und sie darf nicht wässrig sein. Außerdem auch nicht zu süß. Das ist bei gekauften manchmal der Fall. Aber eben auch nicht zu haferig. Ihr seht, es ist eine Herausforderung. Mandelmilch mag ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß, dass das viele auch super gerne mögen. Das kommt für mich nicht in die Tüte. Mandelmilch schmeckt auf meiner Zunge nach altem Schrank. Ich bin mal gespannt. Ich habe sehr hohe Erwartungen, aber ich habe auch sehr viele Befürchtungen. Puls hat zum Beispiel eine Reportage hochgeladen, in der sie Pflanzenmilch selber gemacht haben. Und die Hafermilch kam leider nicht ganz so gut weg, war wohl recht schleimig und hat ziemlich nach Hafer geschmeckt. Und das sind alles so Dinge, die kommen mir nicht in meinen Tee. Wenn euch das Video hier am Ende außerdem gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr natürlich einen Daumen nach oben da lasst und mir vielleicht auch in den Kommentaren schreibt, ob ihr schon mal Hafermilch oder Pflanzenmilch allgemein selber gemacht habt. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendein Lieblingsrezept oder irgendeinen super Tipp. Mit der Interaktion unterstützt ihr meinen Kanal und eben dieses Video. Und das würde mir sehr viel bedeuten. Kommen wir als erstes mal zu den Zutaten, die wir für dieses Video brauchen. Zuerst mal natürlich Haferflocken. Ich habe jetzt hier ganz normale, zarte Haferflocken. Falls ihr eine Glutenunverträglichkeit habt, würde ich euch auf jeden Fall raten, die glutenfreien Haferflocken zu kaufen. Aufgrund von Lagerungen, Verarbeitungen und so weiter dürfen Haferflocken nicht als glutenfrei gekennzeichnet werden, weil die eben dann auch mit glutenhaltigem Getreide da irgendwie kontaminiert werden können. Und bei den glutenfreien Haferflocken wird da eben noch mal so spezieller drauf geachtet. Für eins der Rezepte brauchen wir außerdem auch Cashewkerne. Dann ist es natürlich immer optional, ob man das Ganze süß machen möchte oder nicht. Ich werde vielleicht hier und da mal so eine Dattel dazu schmeißen. Ansonsten kann man aber auch Agavendicksaft oder sowas nehmen und damit süßen. Dann habe ich hier noch was besorgt und zwar Sojalecithin. Das ist ein Emulgator, was dann schließlich dafür sorgt, dass sich die Milch nicht separiert. Ist außerdem, wie hier steht, auch ein Lieferant von ungesättigten Fettsäuren, wird also wahrscheinlich auch so ein bisschen für die Cremigkeit sorgen. Gibt es auch aus Sonnenblumenkernen für alle, die kein Soja vertragen. Und dann brauchen wir schließlich hier noch so einen Nussmilchbeutel oder einfach nur irgendein Geschirrtuch. Ich habe jetzt hier mal so einen Beutel, damit man das auch später durchpressen kann. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Mixer. Ich fange an mit einem Rezept, was mir super viele von euch auf Instagram geschickt haben. Und zwar ist das von Anina. Ich werde euch alle Rezepte auch nochmal in der Infobox verlinken. Und sie hat ein Rezept für eine Hafermilch und dann auch noch für eine Barista-Hafermilch. Und ich werde die Barista-Edition machen, nicht weil ich das unbedingt schäumen möchte, aber erstens will ich es ausprobieren. Und zweitens erhoffe ich mir davon, dass die richtig schön cremig wird, aber eben ohne schleimig zu sein. Und hier brauchen wir jetzt gleich noch zwei Dinge, die ich vergessen hatte zu erwähnen, und zwar Sonnenblumenöl und auch eine Prise Salz. Das Salz brauchen wir auch noch in einem anderen Rezept und das wird verwendet, um so die natürliche Süße zu verstärken. Also eigentlich tricksen wir unser Gehirn einfach aus. Also für dieses erste Rezept werden jetzt 80 Gramm von den Haferflocken verwendet. Dann habe ich hier außerdem 1 Liter Wasser, den ich jetzt so komplett damit reinkippen werde. Dann außerdem eine Prise Salz. Ich weiß nicht, wie geeignet so eine Mühle ist. Wahrscheinlich ist so ein Streuer besser. Und dann kommen außerdem noch 2 Datteln dazu.
In vielen Rezepten wird empfohlen, die Haferflocken über Nacht oder eine halbe Stunde oder wie auch immer einweichen zu lassen. Sie macht es in ihrem Rezept nicht, beziehungsweise schlägt auch vor, dass man auch Haferkörner verwenden könnte und die sollte man einweichen, aber die zarten Haferflocken haben das eben nicht nötig. Und in einem anderen Rezept habe ich gelesen, dass man das vermeiden sollte, also das Einweichen, wenn man nicht will, dass die Milch schleimig wird. Hafermilch sollte man übrigens nicht zu lange mixen, weil die ansonsten schleimig werden kann und sich dabei auch oftmals erwärmt durch das Mixen. Deswegen werde ich jetzt meinen Mixer gleich auf volle Kanone hochdrehen und das Ganze 30 Sekunden nur laufen lassen. So, here we go. Tada! Jetzt habe ich ja aber gesagt, dass ich die Barista-Milch machen möchte. Deswegen werde ich das jetzt noch nicht sieben und dann wieder in den Mixer geben, sondern direkt das Sonnenblumenöl dazugeben, davon einen Esslöffel. Und dann kommt außerdem auch das Lecithin dazu und davon kommt ein Teelöffel mit rein. Und dann mixe ich einfach nur ganz kurz. Und dann wird gepresst. Ist das eine gute Idee oder ist das eine dumme Idee? Oder presse ich zuerst? Nee, komm, dann ich presse es zuerst. Change of plan. Jetzt kann mein Beutel zeigen, was er kann. Ich habe extra so einen ganz feinmaschigen genommen, damit da keine Stücke nachher drin sind. Juhu. Den Mixer habe ich jetzt mal so notdürftig ausgespült. Da kommt das Ganze jetzt wieder rein. So, und jetzt kommt das Öl dazu und dann eben das Lecithin, was hier als Emulgator fungiert. Das heißt, damit das Öl sich mit diesem Wasser-Hafer-Gemisch verbindet. Was mache ich denn zuerst? Ist das egal? Das ist doch wahrscheinlich egal, oder? Ein Esslöffel davon. Looky, looky. Das Öl schwimmt oben drauf. Und davon jetzt ein Teelöffel. Und again mixen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also so nach dem Mixen ist da auf jeden Fall schon so ein Schaum richtig zu sehen. Jetzt ist die Frage, wie mache ich den Taste-Test? Weil normale Hafermilch trinke ich halt auch nie pur. Ich muss es aber trotzdem pur probieren. Ich bin einfach viel zu neugierig. Und dann mache ich mir nachher 3 Tassen Tee und 3 Schlücke Milch rein. Und dann schauen wir uns das an und ich trinke das. Das ist eine gute Idee, oder? Und ich kann 3 Tassen Tee trinken. Mhm. Also es schmeckt halt sehr nach Hafer. Bisschen wässrig vom Geschmack vielleicht, aber geht voll. So im Müsli oder so stelle ich mir die eigentlich ganz lecker vor, auch gerade wenn sie halt gekühlt ist. Ich bin auf meinen Tee gespannt. Der Teetest ist der Endgegner, ich sag's euch. Rezept Nummer 2 kommt von einem Blog und zwar Heavenly Healthy. Auch das findet ihr natürlich in der Infobox. Und sie macht etwas, was ich gerade gesagt habe, was man wohl nicht machen soll, wenn man nicht möchte, dass die Milch schleimig wird. Die Haferflocken einweichen. 20 bis 30 Minuten lang. Das heißt, ich werde das jetzt natürlich trotzdem machen, um das Ganze auszuprobieren. Und sie benutzt auch ein bisschen anderes Verhältnis, und zwar vom Volumen her ein Verhältnis von 1 zu 3. Also ein Teil Haferflocken und 3 Teile Wasser. So, eine kurze Zeit später. Man sieht, die Haferflocken sind wie so ein bisschen aufgequollen. Ich habe die einfach nur mit Wasser bedeckt. Also das war jetzt noch nicht das Wasser, was ich abgemessen habe. Und das wird jetzt abgegossen laut Rezept. Und dann kommen die Haferflocken mit frischem Wasser in den Mixer. Falls ihr euch fragt, warum man da jetzt frisches Wasser nehmen muss und nicht einfach das Wasser nehmen kann, in dem die Haferflocken gerade schon drin lagen. Die Autorin von dem Rezept sagt auf ihrem Blog, dass dadurch der Gehalt an Phytinsäure reduziert wird. Phytinsäure hemmt die Aufnahme von Eisen, von Magnesium, von Zink und von Calcium. Das heißt, wenn man mehr aus den Haferflocken ziehen möchte, dann sollte man sie vorher einweichen lassen. Ja. Und dann nimmt man halt vielleicht in Kauf, dass die Milch schleimig wird. I don't know, wir probieren es aus. Haferflocken. Ich hatte das ja in dem Glas abgemessen und da einfach ein halbes Glas Haferflocken genommen. Und deswegen werde ich jetzt 1,5 Gläser Wasser mit reingeben. Schwupp. So, und dann kommt außerdem noch 1 Teelöffel Agavendicksaft mit rein. Das ist optional im Rezept. Und ich mache das jetzt einfach nach Augenmaß und mache wahrscheinlich ein bisschen mehr. So, also ihr seht, diesmal wird es deutlich weniger. Ich wollte jetzt mal nicht übertreiben mit Hafermilch, die später in meinem Kühlschrank landen wird, weil das Ganze bei selbstgemachten Hafermilch hält natürlich auch nicht für immer, ne? Sondern sollte man, glaube ich, so innerhalb von 2 bis 5 Tagen aufbrauchen. Das könnte ich schaffen. Ich trinke einfach viel Tee, kein Problem. Der restliche Ablauf ist jetzt wieder der gleiche. Ich werde das Ganze mixen, maximal 30 Sekunden lang und dann wieder durch den Beutel geben, damit das alles schön gefiltert wird. Also beim Einschenken hat mich die Milch total an Sahne erinnert. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher eine Hafersahne ist, die man vielleicht dann auch zum Kochen zum Beispiel verwenden kann. Allgemein bin ich da vielleicht nicht ganz so knauserig wie in meinem Tee. Also alternativ wird einfach alles verkocht. Cheers. Okay, wow, was?
Ich glaube, ich habe zu viel Agavendicksaft reingemacht. Mist. Weil ich dachte so, oh, die andere ist so ein bisschen fad. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen... Schmeckt nach schleimigem Wasser mit süß. Klingt schlimmer, als es tatsächlich ist, aber ich glaube, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, die ist nix im Tee. In das dritte Rezept stecke ich jetzt sehr viel Hoffnung. Das ist vom Blog Vegane Vibes, Link in der Infobox. Und die Autorin schreibt, dass ihr die sonstigen Rezepte, die sie so online finden konnte, alle ein bisschen zu wässrig waren oder zu schleimig. Und dass das hier jetzt aber wohl so die perfekte Kombination ist. Hier brauchen wir außerdem auch Cashewkerne. Das sind 50 Gramm, die habe ich in ein bisschen Wasser eingeweicht. Jetzt 90 Gramm Haferflocken. Die Cashewkerne habe ich abgegossen, kommt auch dazu. Nach Belieben kann man noch eine Dattel hinzugeben, das werde ich jetzt auch mal machen. Ich glaube, ich belasse es mal bei einer nach meiner Süßungskatastrophe gerade eben. Eine kräftige Prise Salz und dann außerdem 1 Liter Wasser. Wie immer wird das Ganze jetzt gemixt und von dem Block habe ich das auch mit dem lange Mixen, ist gleich schleimig und so weiter. Deswegen auch hier wieder maximal 30 Sekunden. Also wenn ich mir das ganze Gebilde und die Konsistenz und so jetzt anschaue, glaube ich, dass das hier ein bisschen ähnlicher wird zur ersten und die zweite Milch vielleicht tatsächlich eher so in Richtung Sahne geht. Ist auf jeden Fall richtig schön schaumig geworden. So vom Gefühl her an meinen Händen ist diese letzte Milch jetzt am fettigsten, aber ohne das jetzt negativ zu meinen. Ich denke, dass das an den Cashewkernen liegt und durch die eigenen Fette, die die eben haben. Ich bin sehr gespannt, die jetzt zu probieren. Und falls ihr da mehr wisst, ergänzt das sehr gerne in den Kommentaren. Aber ist das so, dass je länger man diesen Nussbeutel melkt, sage ich mal, desto schleimiger wird das Ganze? Also das war zumindest so mein Gefühl, dass das am Ende eher immer so Fäden gezogen hat, fast schon. Ja, die gefällt mir. Ich würde vielleicht eine Dattel mehr reinmachen. Aber so ist sie eigentlich auch nicht schlecht. So ist sie nicht zu süß. Das mit den Cashewkernen, das finde ich gut. Das macht es irgendwie cremig, ohne allzu schleimig zu werden. Nur ein ganz kleines bisschen. Jetzt bin ich natürlich super gespannt, wie die Milch jeweils in meinem Tee performt. Deswegen mache ich mir den jetzt einfach mal. Und dann geben wir da jeweils einen Schluck dazu. Falls es euch interessiert, der Tee, den ich verwendet habe, ist PG Tips Schwarztee. Das ist mein Lieblingstee, gibt es zum Beispiel im Asiamarkt. Ansonsten bringen wir den einfach immer bergeweise aus England mit, wenn wir da im Urlaub sind. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und Disclaimer an der Stelle, ich komme aus einer Milk-in-First-Family. Das heißt, wir kippen zuerst die Milch in die Tasse und dann kommt der Tee rein. Bevor das jetzt hier in einer Diskussion ausartet, weil ich weiß, dass es auch viele gibt, die es andersrum machen. So sieht mittlerweile übrigens die erste Milch aus. Also das hat sich so ein bisschen getrennt, was aber nicht schlimm ist, weil auch auf der gekauften Hafermilch steht drauf, dass man sie immer vorher schütteln soll. So, ich fange an mit Milch Nummer 1, die wir als erstes gemacht haben. Ein ganz kleines bisschen kriselt die, das kann aber auch daran liegen, dass der Tee noch sehr heiß ist und die Milch im Kühlschrank war. Manchmal, manche Milchsorten machen das. Ich gebe mal noch ein bisschen mehr rein. Irgendwie so das gewisse Extra fehlt. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Also ich finde es nicht, ich finde es keine Vollkatastrophe, aber es kommt auch noch nicht an die gekaufte ran. Ich weiß aber nicht wirklich warum. Aber je länger ich sie trinke, desto besser ist es. Was gebe ich dem als Schulnote? Ich würde mal so eine 2 bis 3 geben, weil es einfach schon so ein bisschen arg haferig schmeckt. Mehr als gekaufte Milch. Milch Nummer 2, wir erinnern uns, das ist die, bei der ich ein bisschen zu viel Agavendicksaft rein habe. Hui, das schmeckt gerade, als hätte ich mir so einen richtig, richtig starken Tee gemacht und vergessen, die Milch reinzukippen. Okay, also das ist schon einfach jetzt ein schleimiger Tee. Das ist nicht mehr nur cremig, das ist schleimig. Beziehungsweise ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, den Tee zu kauen. Von der Süße schmeckt man nichts, also das ist jetzt gar nicht schlimm. Das ist voll in Ordnung so im Tee. Aber die Konsistenz ist das, was mich stört. Also ich glaube, das ist dieses Rezept ist wirklich eher so für, wenn man Sahne machen möchte. Als Milch gebe ich dem eine 3-. Ich möchte nicht so doof sein. Weil als Sahne ist es halt gut, aber als Milch
This is not my cup of tea. Ich glaube, der Ausdruck existiert gar nicht im Englischen, aber das ist was meine Uroma immer gesagt hat und ich finde, das ist sehr treffend. Und Milch Nummer 3 war pur ja mein Favorit und im Tee glaube ich auch. Also alle selbstgemachten Milchsorten jetzt sind ein bisschen dicker, finde ich, als die gekaufte Milch, was natürlich hier das Cremige macht und ich habe keine Ahnung, wie gekaufte Milch es schafft, cremig zu schmecken, ohne aber so in der Konsistenz so cremig zu sein. Falls da jemand einen Tipp hat, hit me up. Aber sonst würde ich sagen, ist das letzte Rezept das Beste. Das kriegt eine 1 bis 2. Eine letzte Sache kann ich euch noch erzählen, bevor ich jetzt anfange, hier die Küche aufzuräumen. Den Trester kann man aufheben, also das, was in dem Tuch oder in dem Nussmilchbeutel übrig bleibt. Und kann das zum Backen verwenden oder so Energy Balls draus machen oder es fürs Müsli nehmen oder so. Ich habe das jetzt einfach mal hier in dieser Schale. Ich habe mir noch nicht ganz überlegt, was ich damit mache. Aber wegschmeißen ist ja eigentlich schade. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so war, ne, denkt dran, einen Daumen nach oben da zu lassen, um meinen Kanal zu unterstützen. Und auch in die Infobox zu schauen, um die anderen zu unterstützen. Die Urheberinnen der Rezepte sozusagen. Also, die sind alle verlinkt. Ich verlinke euch auch hier noch was. Und zwar mein letztes Video. Und da könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, einen schönen Tag. Tschüss!